Du machst alles für deinen Hund. Du trainierst und sozialisierst, weil die ersten Wochen mit dem neuen Hund oder auch mit einem Welpen total wichtig sind, aber nichts funktioniert, obwohl du wirklich alles versuchst. Ich sehe das nicht so selten im Training. Und solche Hundeeltern sind klasse. Ja? Erstens, ganz, ganz großes Lob an dich, dass du dich so wahnsinnig bemühst um deinen Hund. Das ist toll. Warum es nicht funktioniert, und wir reden gleich drüber, wie es funktioniert, ist, dass du zu viel machst. Relativ sicher. Also es gibt verschiedene Ursachen, aber das ist tatsächlich das, was ich am häufigsten sehe bei so ganz, ganz motivierten Hundeeltern. Es wird ein bisschen zu sehr strikt und nach Regeln und nach, naja, und der Hund muss ja das und das und das kennenlernen, da gibt es eine Liste und ich habe diese Listen auch, ja, nicht, also wundere dich nicht. Also in meinem Welpenkurs zum Beispiel gibt es auch eine Liste, was der Welpe alles kennenlernen kann zum Beispiel. Und ich ermutige auch Hundeeltern total gerne, solche Listen zu erstellen. Aber wenn diese Liste dann das Leben beherrscht und es gibt einen total reglementierten Tagesablauf und es wird alles genau danach gemacht und es wird ganz viel trainiert und es wird ganz viel den Hund irgendwo hinbracht, dann kann es passieren, dass wir in diesem Prozess übersehen, dass das für den Hund in der Situation gerade nicht passt. Und dass der Hund gerade in dem Moment was anderes braucht. Also sprich, wenn du merkst, dass dein Welpe ständig überdreht ist, ständig in den narrischen 5 Minuten herumrennt. Wenn dein Tierschutzhund auf einmal anfängt, andere Hunde anzubellen oder nicht zur Ruhe zu kommen oder zu Hause zu nerven oder dein Hund beißt die ganze Zeit in die Hände und lauter solche Sachen, dann schau dir mal an, ob das, was du machst, vielleicht zu viel sein kann. Genauso passiert es auch oft, wenn wir mehrere Tiere im Haushalt haben und wir möchten eine sanfte Zusammenführung haben, dass wir das ein bisschen zu sanft machen. Also, dass wir in unseren Bemühungen vergessen oder übersehen, dass die Tiere eigentlich schon weiter sind, als wir das geplant haben. Und so kann es passieren, dass der Welpe zum Beispiel total oft und lange in der Box ist oder in einem Innenzwinger, also so einem Playpen. Und mal abgesehen von den gesetzlichen Vorschriften, die es dafür gibt, kann das zu noch mehr Frust führen. Und es kann dazu führen, dass sich immer mehr aufstaut, weil zum Beispiel der andere Hund eigentlich gern mal Hallo sagen würde zu dem Welpen. Aber wir sind ein bisschen zu vorsichtig und damit gibt es immer mehr Frust, es funktioniert immer schlechter. Also, was kannst du machen, wenn du merkst, es funktioniert nichts, obwohl du das alles machst, was alle anderen sagen und was die Bücher sagen und was die... Ja, nimm einen Schritt zurück, atme mal tief durch und mach mal ein paar Tage nichts. Klingt einfach, ist aber wahnsinnig schwierig für total viele Hunde und ihre Eltern. Mach wirklich nichts, gar nichts. Also, kein Training, keine Sozialisierungsausflüge, kein gar nichts. Schau dir wirklich in diesen Tagen intensiv an, was macht dein Hund oder dein Welpe und wie reagiert er auf das, was du machst. Und was möchte dir vielleicht sagen? Was für Bedürfnisse zeigt er eventuell? Und auf die kannst du natürlich eingehen. Also wenn du merkst, dein Welpe jammert so ein bisschen und ist total am Suchen, wo er rumkauen kann und so, dann gib ihm was zu kauen, ja, bevor er die Möbel ankaut. Klar, solche Sachen schon, ja. Oder wenn du merkst, okay, dein Hund möchte jetzt sich den Staubsauger anschauen, zum Beispiel, ja, dann kannst du das mit ihm gemeinsam machen. Aber mach's wirklich daran fest, was zeigt dir dein Hund. Und wenn du da ein bisschen Hilfe brauchst, dann ist das überhaupt kein Thema, ja. Hol dir einen Profi ins Haus, wir sehen das, wir haben, genau das ist unsere Aufgabe, das zu erkennen und man kriegt das ins Gefühl. Also, wenn du dir die Zeit nimmst, du das vielleicht auch filmst und ein bisschen auch darauf achtest, einfach mal Spaß zu haben mit deinem Hund, also entspannende Sachen gemeinsam zu machen, den Welpen einfach überall hin mitlaufen lassen. Nicht, ja, sicher, alleine bleiben ist wichtig und das sollten wir lernen und so etwas ist Sache, aber so ein Baby, einfach mitlaufen lassen. Und wenn du merkst, okay, der überdreht dann setz dich mit deinem Welpen einfach hin
Schau, dass du deinen Alltag eine Zeit lang ein bisschen runterschraubst, dass du mehr Ruhephasen einbaust, die du gemeinsam mit deinem Welpen machen kannst, wo ihr gemeinsam kuscheln könnt und gemeinsam ruhen könnt und wo einfach die Bindung wachsen kann. Und natürlich kannst du in der Beschreibung jederzeit ein Vorgespräch buchen und wir schauen uns an, wie ich dich unterstützen kann dabei. Ja, ist gar kein Thema. Aber wenn du es alleine machen willst, versuch wirklich immer mehr darauf zu achten, was dein Bauchgefühl sagt. Und es ist vollkommen okay, auch mal nichts zu tun. Und wenn du wissen willst, wie du mit deinem Hund eine entspannte Auslastung hinbekommen kannst, schau hier.